Wenn du mich unterstützen willst, dann schaue dir das Video bis zum Ende an. Danke. Im Jahr 2023 versprach Bundeskanzler Olaf Scholz Abschiebungen im großen Stil. Doch seitdem hat sich wenig geändert. Hunderttausende von illegalen Einwanderern bleiben unbehelligt und es scheint keinen ernsthaften Versuch zu geben, den ständigen Zustrom neuer Migranten zu stoppen. Scholz, der als Abschiebekanzler auftrat, hat die Erwartungen komplett enttäuscht. Ein Spiegelcover aus dem Oktober letzten Jahres zeigte Scholz mit einem entschlossenen Ausdruck und dem Zitat: Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Dies wurde als Signal eines Kurswechsels verstanden, vor allem nach den öffentlichen Feierlichkeiten anlässlich des Hamas-Terrors und der Massenmorde in Israel, die in Deutschland stattfanden. Politiker forderten plötzlich verstärkte Abschiebungen und eine härtere Linie. Ja? Doch Scholz hat diesen Satz in dieser Form nie gesagt. Dennoch ließ er sich als jemanden inszenieren, der die Dringlichkeit der Migrationsproblematik endlich erkannt hatte. Trotz mehrfacher Wiederholungen solcher Aussagen folgte kaum Handlung. Stattdessen kommen weiterhin mehr Menschen illegal nach Deutschland als abgeschoben werden. Von Januar bis April 2024 wurden nur 6.300 Abschiebungen durchgeführt, während im gleichen Zeitraum 92.000 Asylbewerber eintrafen. Effektive Maßnahmen, ja, zur Verhinderung illegaler Einreisen fehlen. Die Bundesregierung scheitert absichtlich beim Thema Grenzschutz. Erfolgreiche Grenzkontrollen zur Europameisterschaft wurden abgeschafft und wirkungslose Maßnahmen wie der EU-Asylkompromiss werden als Lösungen präsentiert. Scholz zeigt weder die Fähigkeit noch den Willen, systematische Migrationsprobleme zu lösen. Ja? Die SPD, traditionell keine Einwanderungskritiker, und die migrationsfreundlichen Grünen in der Koalition tragen dazu bei, dass ernsthafte Steuerungs- und Begrenzungsversuche unterbleiben. Ja? Trotz eines tödlichen Angriffs durch einen afghanischen Islamisten in Mannheim, bei dem ein Polizist starb, bleiben Scholz Versprechungen, auch nach Syrien und Afghanistan abzuschieben, folgenlos. Solche Abschiebungen seien nicht ganz unkompliziert, meint Scholz. Ja? Einige Maßnahmen wurden unter öffentlichen Druck umgesetzt, vieles jedoch nicht. Mit den Grünen in der Regierung wird dies auch so bleiben. Es ist offensichtlich, dass diese Regierung Migration im Grunde nicht begrenzen will. Annalena Baerbock zum Beispiel fliegt weiterhin tausende echte oder angebliche Afghanen ein, was den Eindruck verstärkt, dass es keinen ernsthaften Versuch gibt, Migration zu kontrollieren. Scholz und seine Regierung glauben weiterhin, dass massenhafte, oft unqualifizierte Einwanderung die Gesellschaft und Wirtschaft stärken kann. Was sagst du dazu?